gut 2 Stunden fliegen wir mit Flyniki von Salzburg nach Kos. Vom Flughafen fahren wir nach Kos Stadt, wo um 19.45 Uhr die Fähre nach Anafi ablegt. Den Tag verbringen wir am Stadtstrand von Kos, wo wir ein erstes Mal im 24 Grad warmen Meer baden. Am späten Nachmittag machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt. Die Hassan Pascha oder Loggia Moschee wurde 1786 erbaut. Bougainvilleen umrahmen das Tor der Steuern am Eingang zur antiken Agora. Die Markthalle wurde während der italienischen Besatzungszeit von 1912 bis 1943 erbaut. Dagegen erinnert die Tefdatab-Moschee an die davorliegende 400 Jahre lange Herrschaft des Osmanischen Reichs über die Insel. Für uns wird es aber schon langsam Zeit, uns auf den Weg zum Hafen zu machen. An der Hafeneinfahrt haben die Ritter des Johanniterordens im 15. Jahrhundert ein Kastell errichtet. Heutzutage reisen die modernen Kreuzfahrer mit Rollkoffer. Nur 4-mal im Jahr legt die Fähre von Rhodos nach Piräus einen Zwischenstopp in Anafi ein. Hektisch werden alle Hänger im LKW-Deck der 170 Meter langen Blue Star 2 verstaut. Pünktlich um 7:45 legen wir dann zur 4-stündigen Fahrt nach Anafi ab. Nachdem die Sonne hinter Kalymnos versunken ist, essen wir im Restaurant noch eine Kleinigkeit zu Abend. Kurz vor Mitternacht steigen wir als einzige Passagiere in Anafi aus. Da wohl niemand Touristen erwartet hat, sind auch keine Zimmervermieter am Hafen. Da waren wir froh, dass uns der Busfahrer mitten in der Nacht zu seinen Ferienwohnungen brachte. In dem brandneuen Kykladenhäuschen, etwas außerhalb des Orts, sind wir die ersten Gäste. 30 Euro bezahlen wir für die Wohnung mit Küche und Bad. Zu Fuß ist es eine knappe halbe Stunde von unserem Haus zum nächsten Strand. Der kürzeste Weg führt entlang eines alten Fußpfads hinunter zum Meer. Der rund 200 Meter lange Ormus Clisidi mit feinem goldgelbem Sand liegt rund einen halben Kilometer östlich des Hafens. Oberhalb des Strands befinden sich 2 Tavernen und es werden auch ein paar Privatzimmer vermietet. Am Abend genießen wir dann die Ruhe der Abenddämmerung von der Terrasse unseres Hauses. Am nächsten Tag mache ich eine Wanderung entlang der Küste zum Kalamos-Kap. Zuerst gehe ich von unserem Haus hinunter zum Meer. Als erstes komme ich an den kleinen Strand von Kazuni, wo ein paar Zelte im Schatten der Bäume stehen. Teilweise komme ich an der Küste nicht weiter, sodass ich Abstecher ins Landesinnere machen muss. Bei Exorukunas komme ich dann wieder ans Meer. Die beliebteste Wanderung auf Anafi ist vorbildlich beschildert. Ab Rukunas führt der Weg meist oberhalb der Südküste entlang. Mehrere kleine Strände laden immer wieder zu einem Bad im Meer ein.
Die Kapelle mit dem Kalamos-Kap im Hintergrund ist wohl das klassische Fotomotiv auf Anafi. Aber selbst hier treffe ich keine Menschenseele. Nach rund 2 Stunden Fußmarsch treffe ich am Brassis-Strand ein. Von hier führt der Weg hinauf zum Kloster Zodochu Pigi. Das 1807 erbaute Marienkloster entstand auf den Grundmauern eines Apollontempels, der an die Landung der Argonauten erinnern sollte. Die Mythologie berichtet, dass der Lichtgott Apollon im Unwetter einen Lichtstrahl auftauchen ließ, der den Argonauten den Weg nach Anafi hinüberwies. Daher kommt der Name Anafi, die Angestrahlte. Vom Kloster führt ein rund einstündiger Weg hinauf zur Gipfelkapelle auf 396 Meter. Das Ziel sieht man erst zum Schluss, nachdem man einen Sattel erklommen hat. Die Gipfelkirche Panagia Kalamiotissa ist nach dem schweißtreibenden Aufstieg ein willkommener Anblick. Von hier oben hat man einen schönen Ausblick über die Insel bis nach Santorini, Amorgos und Astypalea. Nach 4 Stunden Fußmarsch bei über 30 Grad freue ich mich auf das mitgebrachte Mittagessen. Nach einer Stunde Rast auf dem windigen Gipfel mache ich mich wieder auf den Rückweg. Da das Kloster zwischen 13 und 16 Uhr geschlossen ist, kann ich es leider nicht besichtigen. Da der unterhalb des Klosters gelegene Brassis-Strand nicht so schön zum Baden ist, gehe ich weiter zum Megaspotamos. Ein letzter Blick zurück auf das mächtige Kap Kalamos mit der Gipfelkirche. Vom Rukunas-Strand nehme ich um 18.30 Uhr den Bus zurück nach Kora. Die Star Clipper fuhr leider in die andere Richtung. Die Kora, der Hauptort der Insel, liegt auf einem Bergkamm 260 Meter über dem Meer. Durch den Tourismus wurde die Abwanderung gestoppt, sodass heute rund 300 Einwohner auf Anafi leben. Eng verwinkelte Gässchen und Treppen führen durch die schneeweißen Häuser der Kora. Vom Hauptplatz am oberen Dorfende hat man einen schönen Blick hinunter zum Hafen. Auf der höchsten Stelle der Chora steht natürlich eine kleine Kapelle, Agios Georgios. Am nächsten Tag mache ich eine Wanderung nach Vrissi und dem Strand von Agios Georgios. Bis auf 320 Meter steigt die Straße an, ehe es auf der Nordseite der Insel hinuntergeht. Jetzt im Juni blüht überall der Thymian.
Immer wieder komme ich an kleinen Kapellen vorbei, die meist in sehr gutem Erhaltungszustand sind. Viele der alten Felder wurden aufgegeben und die Bauernhäuser verfallen. Oft sind es auch nur einfache Grabkapellen. In Platanos sprudelt eine größere Quelle, sodass die Felder noch bearbeitet werden. Auffälliger als die alte Platane ist eine einsame Palme. Hier werden auch Trauben angebaut, die zu einem sherry-ähnlich schmeckenden Inselwein verarbeitet werden. Auch Oliven findet man hier. Heute ist das bevorzugte Transportmittel der alten Bauern ein Quad. Bei einem Imker in der Cora kaufen wir ein Glas ziemlich süßen Thymianhonigs. Die Feigen sehen zwar verlockend aus, schmecken aber leider total vertrocknet. Nach fast 8 Kilometern erreiche ich die Bucht von Agios Georgios. Ins kristallklare Wasser geht es leider nur über Steine. Oberhalb der Bucht steht die Agios Georgios Kapelle. Am Rückweg sehe ich rund 1 Kilometer vor Cora einen Wegweiser nach Ancient City. Das bringt mich auf die Idee, am nächsten Tag eine Wanderung nach Castelli und Rucunas zu machen. Bei einem unscheinbaren roten Punkt zweigt der Weg ab. Vorbei an verlassenen Bauernhäusern und Feldern geht es einen Hügel hinauf. Schließlich führt der Weg hinüber in das nächste Tal nach Kallistas. Bei einem kleinen Bauernhaus nehme ich dann den Weg talauswärts Richtung Meer. So komme ich zur kleinen Kirche Panagia Docari, von wo der Weg nach Castelli hinaufführt. Neben der Kirche steht ein römischer Sarkophag. Castelli liegt nicht ganz 300 Meter über dem Meer, was einen schweißtreibenden Aufstieg verheißt. Allzu viel ist für den archäologischen Laien von der alten Inselhauptstadt nicht mehr zu sehen. 800 vor Christus haben Dorer aus dem südwestlichen Peloponnes die Stadt gegründet. Von hier oben habe ich einen Blick zurück auf den Weg, den ich gekommen bin.
Dann steige ich wieder hinunter ans Meer zum Strand von Rukunas. Diese zwei Kerlchen entwickeln ein ausgeprägtes Interesse an uns und unseren Sachen. Am Abend scheint dann beinahe der Vollmond über der Kora. Am letzten Tag auf Anafi mache ich nochmals eine Wanderung in den Norden der Insel, zum Strand von Livoskopos. Die 2 Stunden nach Trapanos sind wie manche Zeiten auf den Wegweisern nur bei forschem Tempo machbar. Zwischen Psati und Stavros nehme ich den alten Fußweg, obwohl es mittlerweile auch eine Piste gibt. Hier wächst genug Salbei, um alle Verkühlungen des Winters zu heilen. Vorbei an Gärten erreiche ich nach einer Dreiviertelstunde Stavros. Ich bin nicht der einzige Esel, der hier unterwegs ist. Die kleine Kirche Timios Stavros enthält Ikonen aus byzantinischer Zeit. Bei meinem Weitermarsch kommt mir eine größere Ziegenherde entgegen. Der Weg führt um den Wigler herum, dem mit 581 Meter höchsten Berg der Insel. Hier eröffnen sich Tiefblicke auf den westlichen Teil der Insel. Viele der Felder und Bauernhäuser wurden schon lange verlassen. 80 Kapellen soll es verstreut über die gesamte Insel geben. In dieser Höhle hat die Ziegenherde, die ich getroffen habe, wohl übernachtet. Ein paar Meter weiter stoße ich auf die dazugehörige Unterkunft eines Hirtens. Nach rund einer halben Stunde stoße ich auf das Ende des Fahrwegs, der nördlich des Wiglers herumführt. Bei der Kapelle Panagia Ton Vuvon zweigt der Wanderweg wieder von der Piste ab. Der weite Weg hinunter zur Nordküste führt Richtung Kap Trapano. Hier komme ich an einem Bauernhaus vorbei, das bis vor kurzem noch benutzt geworden zu sein scheint. Da der weitere Verlauf des Wegs nicht mehr wirklich klar ist, gehe ich zur Piste zum Strand von Livoskopos hinunter. Am Ende der Piste führt ein schmaler Pfad die Steilküste hinunter zum Meer. Im Schatten der Bäume halte ich dann Siesta. Als Mittagessen gibt es ein zweigängiges Menü. Abkühlung finde ich im kristallklaren Wasser der rund 100 Meter langen Bucht. Ich bleibe der einzige Besucher und habe den Sandstrand für mich alleine. Nach 4,5 Stunden heißt es dann Abschied nehmen und ich mache mich auf den Rückweg. Das relativ großartige Haus oberhalb des Strands scheint noch nicht ganz fertig zu sein. 400 Höhenmeter geht es vom Meer hinauf bis zum Wanderweg am Fuße des Wigler. Ich drücke etwas aufs Gas und nach 2,5 Stunden bin ich wieder zurück bei unserer Unterkunft. Am nächsten Morgen liegt pünktlich um 7 Uhr die Aqua Spirit in Richtung Santorini und Ios ab.
Nach 6 Tagen heißt es dann Abschied nehmen von Anafi. Die Fahrt führt an die Südküste von Santorini und dann um die Insel herum zum Hafen von Athinios. Durch die Caldera führt die Fahrt an ihr vorbei Richtung Norden. Zu meiner Überraschung legen wir nach einer halben Stunde Fahrt auf der kleinen Insel Therasia an. Da es am Anleger von Ios einen kleinen Stau gegeben hat, wird es 11 Uhr, bis wir von Bord gehen können. Wir wohnen nicht oben in der Kora, sondern in Jalos, dem ruhigeren Hafenort. Wie schon letztes Jahr steigen wir auch heuer im Mare Monte Hotel ab. Nach einigem Hin und Her bekommen wir ein Zimmer mit Küche und Bad. Die Küche befindet sich in einem eigenen Küchenhäuschen auf der Terrasse. So steht einem gemütlichen Brunch nichts mehr im Wege. Das Hotel ist von einer liebevoll gepflegten grünen Oase umgeben. Der rund 500 Meter lange Strand vor unserer Haustür ist angenehm leer. Immer wieder liegen Fähren im Hafen an, was aber nicht weiter stört. Vorbei an der Agia Irini Kirche spazieren wir der Küste entlang Richtung Osten. Nach einer knappen halben Stunde kommen wir zur kleinen Bucht von Valmas. Während es heraußen sandig ist, muss man zum Schwimmen etwas mühsam über die Felsen hineingehen. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Bus nach Milopatas, von wo wir zu Fuß zurück nach Jalos gehen. Die gut 1 Kilometer lange, schattenlose Bucht ist der populärste Strand auf Ios. Langsam abfallend geht es in das türkisblaue Wasser. Die Hotelanlagen befinden sich im Hinterland und ab Nachmittag ist Party angesagt. Wir folgen unterdessen der zerklüfteten Küste Richtung Westen. Nachdem wir die heiße Mittagszeit in einer kleinen Kiesbucht verbracht hatten, gehen wir weiter Richtung Jalos. Die Doppelbucht von Kolizani, einmal Kies, einmal Sand, ist dann wieder ein etwas substanziellerer Strand. Hinter der Bucht steigen wir den Berg hinauf und nehmen die Tiritissima zurück nach Jalos. Einmal am Tag fährt ein Bus quer durch die Insel nach Manganari im Süden. Die Fahrt führt den Bergkamm entlang durch das praktisch unbewohnte Inselinnere. Nach einer knappen Stunde erreichen wir die Strände von Manganari an der Südspitze von Ios. Der Bus hält bei Christus Taverna an der Ostseite der Bucht. Da die erste Bucht nicht so verlockend aussieht, gehen wir dem Strand entlang weiter Richtung Westen. Im Hinterland des breiten Sandstrands werden einige Privatzimmer vermietet. Der kleine Strand bei der Hotelanlage in der dritten Bucht sieht schon verlockender aus. Die vierte Bucht haben wir dann fast den ganzen Tag alleine. Naja, fast alleine. Aber vom Schatten des einzigen Baums der Bucht haben wir die Ziegen erfolgreich verjagt. Hier bleiben wir den ganzen Tag bis um 18.30 Uhr. Der Bus wieder zurück nach Jalos fährt. Am letzten Abend gehen wir nochmals zur Kora hinauf, um uns den Sonnenuntergang anzusehen. Oberhalb des Hauptplatzes steht die große Evangelismuskirche. Langsam beginnen sich die Lokale in der Kora zu füllen. Die tief eingeschnittene Bucht ist ein hervorragender Naturhafen. Leider versinkt dann die Sonne wenig spektakulär in einer Wolkenbank. Nach 5 Tagen auf Ios fahren wir nach Santorini, von wo wir die Fähre zurück nach Kos nehmen. Für die 4,5-stündige Nachtfahrt mit der Blue Star 2 nach Kos nehmen wir dann eine Kabine.
Die letzten zwei Nächte vor unserem Rückflug verbringen wir in Mastichari an der Westküste von Kos. Wie vor 6 Jahren wohnen wir in Studio Sirene direkt am Strand. Das gemütliche, aber nicht besonders große Zimmer ist mit einer Küchenzeile ausgestattet. Vom Balkon hat man einen schönen Blick aufs Meer. Der weiße Sandstrand vor unserer Haustür ist über 1 Kilometer lang. Auch ein Jahr nach der Flüchtlingskrise 2015 bleiben viele Liegestühle unbesetzt. Aber auch sonst findet man problemlos einen ruhigen Platz an dem langen Strand. Einziger Nachteil ist, dass am Nachmittag oft starker Wind aufkommt, der das Schwimmen fast unmöglich macht. Aber die Kitesurfer freut's. Und dann sind da natürlich noch die Sonnenuntergänge an der Westküste. Der Fisch für das letzte Abendessen kommt frisch vom Fischer. Am nächsten Tag sind wir dann wieder zurück in Salzburg. Wie immer sind die 2 Wochen in Griechenland viel zu schnell vergangen.